Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in diesem Jahr. Ich wünsche euch erstmal ein frohes Neues und ich hoffe, ihr seid auch ordentlich vernünftig reingerutscht. Ihr seht, hier ist ein bisschen was anderes am Filmset. Ich hoffe, dass das so ganz annehmbar ist. Hier seht ihr dann halt auch gleich mal, wie sich so die Pflanzen entwickeln, mit Wachsen und so weiter. Gut, die jetzt ein bisschen höher sind, wie da ganz hinten die Jackfrucht. Die sieht jetzt natürlich nicht so gut, aber die kann ich ja dann auch mal ein bisschen näher ranholen. Ja, ich möchte im neuen Jahr gleich mal starten mit einem Do-it-yourself, ich sag mal Bonsai-Töpfchen mit Selbstbewässerung. Wie das aussieht, dazu später. Erstmal ein kleines Update noch, was sich alles so getan hat. Ich war natürlich nicht faul gewesen in der Zeit. Der Kumpel hier, oder die Kumpels besser gesagt, die habe ich am 23.11. abgeschnitten von der Munterpflanze und in, na, doch schon, Osmosewasser reingemacht. Das ist Ficus elastica oder auch Gummibaum. Ja, und der hat jetzt mittlerweile eigentlich keine Wurzeln. Also der zieht sich da ordentlich noch die Kraft aus dem Stamm selber. Hier sieht man leichte Antizellenbildung, ja. Also da, wo dann eben das Wasser aufgesaugt wird, da wo die Rinde sozusagen aufbricht und dann eventuell auch mal Wurzeln rauskommen könnten. Ja. Diese Knospen, die haben sich bisher entwickelt. Leider noch keine Blätter, aber ich bin da guter Dinge, dass da auf jeden Fall noch was kommen wird. Jo, diesen kleinen Kumpel hier, da weiß ich leider nicht, wie der heißt. Das ist eher, naja, so Moos-Farnart. Hat auch Luftwurzeln, so wie es aussieht. Die hängen dann da so runter. Ist ein bisschen sehr hell, ne? Oh, ein bisschen dunkler machen. So. Ah, die Luftwurzeln an der Seite. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, was das sein könnte? Ich weiß das nämlich nicht. Aber der Kumpel an sich sieht gut aus. Wie soll man den gießen? Ich habe ihn bisher mit Osmosewasser von oben besprüht. Gegossen gar nicht. Ich hoffe mal, dass das okay ist. Also bis jetzt sieht er noch recht knackig aus. Noch nichts passiert. Ja, dann auf Instagram. Schon einige verfolgt wahrscheinlich. Die mir da auch folgen. Wir hatten ja hier, oder ich hatte an dem Bonsai hier, an dem Ficus microcarpa, einen ordentlichen Schnitt gemacht. Hier in dem Bereich. Da habe ich dann jetzt auch diese Wundpaste ran gemacht. Und die reißt jetzt schon langsam auf. Da sieht man es an der Stelle. Ihr seht, ob das auch im Video da so rüberkommt. Da sieht man eine leichte Risse. Also es tut sich was. Also entweder die trocknet halt aus und wird rissig, was ich nicht glaube. Ich glaube nämlich eher, dass da drunter was passiert. Ich lasse das aber noch dran, weil das ist ja eine ordentliche Wunde gewesen. Und die 4 Wochen mindestens, die sind noch nicht um, die ich warten wollte. Die Wundpaste, ja, man kann nicht viel lesen, ist diese hier. Packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung rein. Ja, guckt da mal. Da habe ich auch ein paar andere Links zu Amazon drin. Unter anderem auch, womit ich auch immer die Wasserqualität messe. HM Digital nennt sich das Gerät hier. Ja, schaltet man da auf Power ein. Zieht hier unten ab, steckt das ins Wasser, so. Und dann wird da oben ein Wert angezeigt. Ja, und dann weiß man, wie die Leitfähigkeit in dem Wasser gegeben ist. Und umso höher der Wert, umso mehr, würde ich mal sagen, Mineralien sind halt drin. Osmosewasser liegt bei unterschiedlich, also nicht mehr als 20 bis 50 Mikrosiemens. Ja, Mikrosiemens ist die Einheit für diesen Leitwert. Und ich dünge im Allgemeinen meine, vor allem die Exoten, maximal
mit 500 Mikrosiemens. Das reicht den völlig aus. Da sind die Blätter knackig frisch. Hier zum Beispiel die Avocado in dem grünen Glas hier. Da habe ich jetzt einfach meine Klorolle rumgemacht, aufgeschnitten, dass eben nicht ganz so viel Licht drankommt, von da, wo die Lampen halt sind. Und das ist die Avocado. Mir ist schon eine Avocado eingegangen, leider. Aber jetzt sind auch noch ein paar anwesend. Diese hier zum Beispiel, da ist immer noch der Draht drum. Ah, die passt hier eigentlich richtig mit aufs Bild. So, da seht ihr sie. Die hat hier, so rum sieht man es besser, hier hatte ich sie ja gedrahtet, hier einen Bogen reingemacht, dass es da hoch geht. Und dann hat die von alleine eine Verzweigung ausgebildet, hier hoch, und hat nochmal Blätter ausgebildet. Also im Moment geht es der richtig gut. Diese braunen Stellen hier, die sind noch von der Anfangsphase, wo ich nicht so ja, regelmäßig gegossen habe anscheinend. Hier ist dann nochmal eine Knospe dran, wo anscheinend dann nochmal eine Verzweigung stattfindet. Das werden wir aber später erst sehen. Weihnachtsstern haben wir ja wahrscheinlich auch fast alle gehabt zu Weihnachten. Dieser kleine Mann hier, ja, den habe ich dann komplett die Erde entfernt und in Lechuza Selbstbewässerung überführt mit Vulcatec Substrat, Vulcatec Kakteen Premium Substrat. Und ja, nicht mal einen Tag später haben sich die Blätter komplett aufgerichtet und sind wunderbar bis jetzt ja, ausgebildet. Die grünen sind vorher alle schon abgefallen, die grünen Blätter. Die roten sind übrig geblieben. Man sagt ja dann eigentlich, die roten Blätter, die werden dann auch grün, wenn die Lichtverhältnisse falsch sind sozusagen. Also wenn die Blätter grün sind, dann brauchen sie eine Menge Dunkelheit, also mehr Dunkelheit als Helligkeit, und dann färben sich die Blätter automatisch rot. So, das ist der Trick bei dem Weihnachtsstern. Ja, aber die bleiben jetzt rot. Anscheinend haben sie hier durch die Beleuchtung, die ist zwischen 22 Uhr und 8 Uhr an, da ist eine Zeitschaltuhr mit drin. Die ist anscheinend ausreichend an, sodass die Blätter weiterhin rot bleiben. Dann möchte ich dir mal zeigen, wie es aussieht, wenn das Licht an ist. Na, so sieht's aus. Man sieht hier über meinem Kopf, hier, das sind die Lampen. Meizi LED. Kann ich euch ja auch mal unten in die Beschreibung drin machen. Das sind jetzt die 300 Watt Lampen, also zwei Stück habe ich davon. Eine hängt hier so in den Bereichen, Stücke höher, und eine hängt hier. Ich habe die deswegen nachts an, weil die Lüfter, wie ihr vielleicht auch in dem Video hört, die sind relativ laut. Wenn man jetzt hier ganz normal sitzt im Wohnzimmer oder so, das ist schon, ja, nicht störend, aber naja, unangenehm, sage ich mal so. Sanddorn drin. Ist leider mir eingegangen, da habe ich das Gießen verpasst, beziehungsweise der Deckel war noch drauf und da keine Luft rankam, ich hatte der so geschlossen in einem Gewächshausprinzip, ja, hat es dann angefangen mit Schimmeln, habe ich den Deckel aufgemacht, dann war die Verdunstungsfläche zu groß und dann ist es mir ausgetrocknet. Leider. Schade, schade. Aber ich hatte ja ein paar mehr Sanddornpflanzen gehabt. Zum Beispiel, ja, wundert euch nicht, hab ein bisschen zugenommen hier über die Weihnachtsfeiertage. Ja, das leckere Essen, ja, hatte ich ja hier in diesem Behälter. Jetzt seht ihr denn. Da haben zwei Pflanzen von überlebt. Ja. Oh, relativ scharf, ne, oder? Ja, die sind immer noch in einem Art Gewächshausprinzip drinne. Hab dann auch nicht nachgegossen, also die sind immer noch wirklich, das Substrat ist unten leicht feucht. Immer noch von dem Gießen, wo ich sie angegossen hatte damals. Ja, wann das jetzt war, hätte ich mir mal aufschreiben können, wa? Müsst ihr mal in meiner Pflanzen-Playlist nachgucken.
Dürfte ja eigentlich noch nicht so lange her sein. So viele Videos kamen ja danach nicht. Jetzt versuche ich mal die Jackfruit mal hier so runterzuziehen. Der Stamm, der ist relativ stabil. Den kann man gut biegen. Da ist er. Hui. Ah, man sieht auch die Verzweigung hier. Und ein Blatt hat bisher nicht wie normal diese Blätter hier. Nein, sie hat so ein Blatt. Und das ist bisher das einzige Blatt, was überhaupt bisher so ausgebildet wurde. Also die ist jetzt, ich will nicht sagen so groß wie ich, aber ja, die hat schon eine ordentliche Größe. Naja, vom Tisch aus, Armlänge, also vom Tisch ja, bis hier hoch. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Aber die hat auf jeden Fall zugelegt. Blattwerk ist kräftig grün. Das ist ja die Jackfruit, die mit der Mango zusammen in dem Lechuza-Topf drin steht. Die Weißkopf-Mimose. Da war zum Glück nicht mehr drin. War ja erst in dem kleinen Lechuza-Topf drin. So wie diesen hier. So von der Größe her. Habe ich jetzt auch offscreen dann halt mal umgetopft, weil hier ständig die Wurzeln unten rauskamen. Und hat hier unten halt auch schon die ganzen Äste und Blätter verloren. Mache ich das Licht wieder aus? Ja, ne? Ja, so, ja, besser aus. Hat hier unten die ganzen Blätter verloren und die Blätter da oben, die werden jetzt auch irgendwie, naja, gelblich. Also ich hoffe nicht, dass ich da mal überdüngt hatte. Ich hatte nämlich nachgemessen und eigentlich war es noch im Rahmen gewesen. Einige Blätter werden gelb umgetopft. Bisher kamen halt hier noch keine neuen Wurzeln durch. Aber so lange ist das Umtopfen jetzt auch noch nicht her. Ja, ich hoffe, dass der sich wieder fängt. Dass das eben wirklich nur daran lag. Ich musste dann auch die Wurzeln unten abschneiden. Weil die. Ich hab die ja nicht rausgekriegt. Guck mal, wie dick der Stamm mittlerweile ist. Ja. Ich habe jetzt noch nicht die dicksten Finger, aber die macht schon ordentlich dicken Wachstum. Ich hatte ja noch eine Idee gehabt mit den Avocados im Stein. Also, dass sie quasi mal Avocados als Bonsai quasi ranziehen, die auf dem Stein wachsen. Jetzt hatte ich noch Lochsteine übrig, weil ich ja damals mal Aquarien hatte. Und habe die Avocado-Kerne auf den Lochestein gemacht und fixiert. Und mittlerweile muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ich nehme das jetzt zum ersten Mal raus. Oh doch, ja. Die halten sich mittlerweile fest. Ich hole das mal ein Stück näher ran. So. Also die sind da durch das Lochgestein durchgewachsen. Ja, kann ich es ein bisschen kippen? Ja, da kommen die Blätter. Also, das Projekt hat irgendwie richtig geil funktioniert. Der hier wackelt ein bisschen. Der hängt nicht ganz so fest. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Ja, nun haben sie jetzt da unten relativ wenig Platz. Traue mich gar nicht so viel zu bewegen. Der Lochestein ist natürlich auch ein bisschen schwierig, schwer. Hier wächst die Wurzel leider wieder ein bisschen nach oben. Ich wollte den ja quasi dann hier wieder so einpflanzen in einem Behälter. Und dann mal schauen, wie das denn so weiter wächst. Ich müsste die bloß, die Stein jetzt auf eine Erhöhung machen, damit die Wurzeln weiter nach unten wachsen. Wie zum Beispiel der Orchideentopf so da reinstellen, dann den Stein drauf. Das ist irgendwie schon ziemlich cool, dass das geklappt hat. Ja, hier hinten, seht ihr die noch? Ja, ziemlich weit weg. Aber mittlerweile auch gute 20 cm lang sind die Granatapfelbäumchen. Den hier, den können wir ja mal nach vorne holen. Der sieht nämlich ein bisschen spezieller aus. Die anderen sind einfach bloß in der Höhe gewachsen. Der hier, der ist anders. Und es ist auch gut so, dass der ein bisschen anders ist. Weil er hat halt mehr so Bonsai-Spezifikationen, sag ich mal. Hier ist der Hauptstamm. Ja. Hier ist der Hauptstamm. Der geht hier hoch, dann hier lang. Hatte ich jetzt hier ein Stäbchen drin gemacht, damit der eben nicht ganz so weit abhaut. Der wird hier durch ein Blatt gebremst.
Und der hat aber, ist jetzt ein bisschen drehe, wie die Avocado, die eine, hat die hier einfach in der Achsel einen neuen Stamm hoch entwickelt. Seht ihr das? Ja. Nur, dass die halt im Stamm selber leider nicht so viel Dickenwachstum machen, das ist echt schade. Dadurch sehen die immer noch so dünn mickrig aus. Ja, müssen wir so weiter beobachten. Kommen wir jetzt zum Do-it-yourself. Auf jeden Fall, das Prinzip ist mit einer Margarinenbüchse und das Ding ist einfach so ein exquiser Quark oder so. Das wird dann unsere Substratschale. Ne? Da machen wir dann hier unten Löcher drin, damit eben das überflüssige Wasser unten abfließen kann. Hier in der Mitte, da machen wir ein etwas größeres Loch rein, sodass wir dort einen ja, Faden durchziehen können, das Substrat selber Wasser ziehen kann. Dafür hatte ich mir hier so eine Selbstbewässerungsschnur gekauft. Das ist jetzt hier eine Tüte mit 30 Meter. Und ja, das Fädeln war dann da unten durch. So, mal die Kurzfassung von dem Do-it-yourself jetzt. Ja. Und zwar sieht es denn jetzt so aus. So, ja. Den Faden, den legen wir dann hier so rein. Ja, kann ja dann jeder selber machen, wie er möchte. So dass das Substrat eben gleichmäßig sich Wasser ziehen kann. Ja. Und dann habe ich jetzt hier von der Margarinenbüchse oben den Deckel ausgeschnitten. Habe da jetzt erstmal einen Strohhalm durchgesteckt, aber das ist irgendwie noch nicht so ganz das Wahre. Habe dann hier ein Stück Plastik genommen, also ein Plastikstift und ein Styropor ran gemacht. Und diesen dann da durchgeschoben. Und dann kann man den ja wunderbar darauf klemmen. Und wenn man jetzt da Wasser einfüllt, dann steigt dieses rote Röhrchen. Das muss man natürlich dann hier anpassen, so mit der Höhe und dem Plastikstiftchen. Ja, und dann kommt das da rein. Kann wunderbar sich das Wasser ziehen, wie viel es braucht. Und sieht eigentlich ja nicht so scheiße aus. Entschuldigung, wegen der Wortwahl. Aber ja nicht so schlecht aus. Ne? Ihr könnt mir dazu jetzt mal in den Kommentaren vielleicht ein bisschen Kritik oder noch andere Ideen mit einfließen lassen. Vielleicht kann man das ja auch hier hübsch dekorieren. Vielleicht bekleben mit einer Klebefolie. Das wäre natürlich auch ganz cool. Vorteil ist halt, zieht sich die Bonsai, also angehenden Bonsais, flach schon mal dran gewöhnen ans Wurzeln und nicht einfach in die Tiefe gehen. Dadurch werden sie auch gedrungener wachsen. Ja, dadurch, dass es ja nicht so die Höhe ist, werden die wahrscheinlich auch hier drinnen nur so hoch. Aber das will ich ja auch. Ich will ja nicht das ganze Zimmer hier voller Riesenpflanzen haben. Nee, es soll ja ein bisschen klein gehalten bleiben. Also ich werde diese Methode mit den Sandtoren und den echten Mimosen machen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da oder so ja ein Abo oder beides und einen Kommentar. Und jetzt blende ich euch noch ein paar Videovorschläge ein. Klickt einfach mal drauf, was euch gefällt und schaut es euch mal an. Diese Pflanze hier ist übrigens eine Monstera. Die ist übrigens auch in einem Lechuza-Topf, aber ein Lechuza-Topf mit herausnehmbaren, jetzt die Hand vor, herausnehmbaren Behälter mit solch einem Ringgriff. Auch ganz cool, oder? Jo. Wasserstandsanzeige bei Lechuza immer so. Bis zum nächsten Video. Tschüss.